Guten Tag, mein Name ist Katja Kreml und ich berichte für Tschechische EUJ TV. Bei uns in Russland gibt es ja die lupenreine Meinungsfreiheit. Aber hier in Deutschland gibt es immer mehr Probleme damit. Wie kommen die Leute damit klar? Wie schlimm steht es um die Meinungsfreiheit in Deutschland? Wir Russen sind besorgt. Ja, ich finde, hier gibt es keine Meinungsfreiheit. Die Zeitung, die Presse und der Fernsehen sind meiner Meinung nach manipuliert. Wenn Sie jetzt eine rassistische Meinung haben, die dürfen Sie nicht äußern. Bei uns in Russland darf man alles gegen Ausländer sagen, weil der Präsident das ja auch macht. Ja, genau so ist es. Was darf man denn nicht sagen? Viel. Viel darf man nicht sagen. Sagen Sie es. Jetzt war Angela Merkel bei Wladimir Putin. Meinen Sie, das wird jetzt besser mit Meinungsfreiheit hier? Wird nicht besser. Also um Meinungsfreiheit machen wir uns bei Russland sehr große Sorgen, in der Tat. Das ist, Sie sind ein Extremist? Nein. Sie sind ein Extremist? Bei uns darf man auch frei seine Meinung sagen. Na, aber nur einmal. Ja, nur einmal, das ist im Knast, genau. Wir Russen zum Beispiel können jetzt durch Gesichtserkennungs-App Sie orten und wiederfinden. Das weiß ich. Sie finden das gut. Weil Sie unseren Präsidenten kritisieren. Ja, ich bitte, geben Sie es weiter. Да, еще один экстремист. Вообще никакого контроля. Позвони ребятам с немецкой разведки, пусть они уже его за решеточку куда-нибудь уберут. Да. Kann man hier alles sagen? Bei uns hier in Deutschland kann man alles sagen, ja. Jederzeit. Jederzeit kann man alles sagen. Hier werden die Leute für ihre Meinung bezahlt. Halt, stopp. Da muss ich was dazu sagen. Für die Meinung wird man nicht bezahlt. Ich glaube, es geht los. Ich habe immer schon meine eigene Meinung gesagt. Bald ist ja die WM und vielleicht könnte die Merkel bei Putin auch Torjubel lernen. Weil haben Sie gesehen, wie Merkel Torjubel macht? Auf jeden Fall. Und wie macht Putin? Er macht. So, das ist doch viel cooler, oder? Viel cooler und mit Selbstachtung. In Deutschland nutzen leider noch viel zu oft die falschen Leute die Meinungsfreiheit. Nicht bei uns, den richtigen Medien. Gucken Sie mir Tschechische EUJ TV. Das war Katja Kreml.